Ein Stück, ja, jetzt ist aber schön. Ich hab sie abgerissen. Ups. Dein Eis, gell? Jetzt badet er. Jetzt badet er. Ja, er sitzt immer ungemütlich. Also wieder feste. Feste. Aber er ist halt stark in Bewegung. Jetzt ist er wieder still. Jetzt tut er wieder Federn rubbeln. Und mit Hintern zu uns. Also wenn man geboren, gut 500 Kilo schwer und daneben seine junge Frau, das ist Giovanna, ebenfalls eine echte Italienerin, im Zoo von Fasano geboren, gut 300 Kilo schwer, deren Eltern und Großeltern ebenfalls schon in Gefangenschaft geboren und das sind die einzigen Eisbären, die wir haben oder die wir auch haben wollen, außer vielleicht Babys, denn es ist heutzutage wichtig, dass sie nicht wie früher klassisch eine kleine Anlage für den Eisbären, weil die Tiere sind ja Einzelgänger und letztendlich haben die dann Stress. Eisbären werden im Zoo so mittig ungefähr 35 bis 38 Jahre alt. Das ist fast doppelt. Seinen Pfleger oder auch seinen vertrauten Pfleger. Dann geht natürlich alles einfach, dann können sie in der Früh rufen, die kommen rein. Nicht weil es Futter gibt, sondern weil sie sich freuen. Zum Gemüse ist er schon da, weil wir sind heute ist er früher dran. Und dann schauen die und dann schauen wir halt so der Morgencheck. Also es ist ganz wichtig, wenn sie früher gab es eine so das Gesamte eben ist wichtig, da haben die oft einen Frühwechsel gehabt. Da gab es mal über Hilfszirkel, da machen wir mal gerne im Zoo auch oft bei Hundzirkus, aber immer Wechsel. Ne? Und das tut den Tieren natürlich auch nicht gut. Also die wollen sich auf irgendjemand einstellen. Und die studieren einen, die kennen einen. Die haben mich sogar schon kennt mit dem Privatwagen. Ich gehe mal in den Landfunk im Zoo. Jeden Tag Landfunk, aber hatte ich Besuch und dann, ja, immer im Tierpark. Bin unter den Leuten gestanden, da kommen halt Giovanna Claudius und Wasser und das genau zu mir. Ich habe keinen Ton gesagt, aber die Studierenden, die kennen natürlich nicht die Schnur, die Stämme, die weiß genau, wie sie sich bewegen. Und ich sage ihnen, die weiß, wenn sie schlecht blauen sind, weiß sie das auch, weil sie sich anders bewegen. Die Hoppe auch zum Beispiel, wir trainieren die Hoppe und vielleicht über Wochen bei jungen Hoppe aufgebaut ist kaputt, weil es einfach an jeden Tag sauerer ist. Oder schneller irgendwie, keine Ahnung, oder depressiert oder irgendwas. Dann wir sagen uns das dann, also wir haben immer Glück, gell? Oder ich mache halt nichts mit denen, das ist ja gut. Ja, weil nur so können sie über viele Jahre einer einfach schaffen, eben zum Beispiel das Bären einer vertrauen, dass sie saugut mit sowas auskommen. Und wenn sie das wir haben ein saugutes Team, also man muss ja nicht sagen. Und wir ziehen alle an einem Strick und sogar in dieselbe Richtung. Ja, und das merkt man irgendwann schon an unsere Tiere. Warum soll man immer gründen, gell? Dann immer Freude. Bitte, ach, schieb mich in der Schule. Ja. Jetzt sind wir. Jetzt
ist groß. Einen weißen Bauch. Eine braune Brust. Ein Stück, ja, das ist aber schön. Ich hab's abgerissen. Ups. Dein Eis, gell? Jetzt badet er. Jetzt sitzt er wieder im Wasserrand. Kopf nach ins Wasser. Jetzt hupst du wieder nun.